Er hat sich ein bisschen bewegt, das sieht man vielleicht auch. Wir sind aber unterwegs, wir kriegen den. Kampfraumschiff. Ah, das sind die ganz dicken. Oh. Oh, shit. Yes. Abgeballert. Das Raumschiff ist halb zerstört, aber beim Wasser, wir brauchen da nicht mal hin. Infiltration, das geht gar nicht. Da muss man was gegen tun. Ah, das ist blöd. Finden da nicht mal eine Basis. Infiltration Europa, nochmal. Auch ein Kampfraumschiff, ne? Das ist mies. Das sind alle Abfangjäger, das schießt er uns sofort vom Himmel, das Ding. Mal gucken, dass es landet. Ich hoffe, das landet. Brauchen wir Ellerium. Aber ich wollte noch mal eben Zeug verticken. Wir haben ja ein bisschen was mitgebracht. Super, Betäubungsbomben en masse. Ja, die stoppe ich mal. Ich möchte nämlich ganz gerne Fluganzüge produzieren. Das ist ätzend. Deswegen muss ich eigentlich das Große auch gleich stürmen. Es sind auch Mutonen an Bord. Deswegen hätte ich es ganz gerne abgeschossen. Über Wasser am besten. Wir tanken immer noch auf. Das ist Käse. Lightning China, was haben wir noch? Skyrim, hier ist eine Reparatur. Das ist alles Käse. Nein! Okay, jetzt wird's ernst. Wir müssen unsere Avenger ausrüsten. Da brauchen wir auch alles, was wir haben. So, was sind alle Energieanzügen? Es sind 16 Mann. Ja, hier wollen wir mal die beiden zu Hause lassen. Otto hat genug getan. Nur noch einen Panzer mitnehmen. Dann haben wir bei Adam Riese 14 Mann auszurüsten. Wir nehmen zwei mit Blastern mit. So, Leuchtkörper brauchen wir eigentlich nicht. Auch nicht so viele Sani-Taschen eigentlich. Bewegungsscanner brauchen wir. Was für eine Lasergewehr, Raketen, Quatsch. Betäuben. Wäre eine gute Idee. Ausländische Granaten, 16 Stück. Haben nur 14 Mann dabei. Top, das wird länger dauern. Moment. SVT habe ich an Bord, sehr schön. Abfangen. Wir brauchen euer Ellerium. Ist mir völlig egal. Ja, ich hab's landen lassen. Das ist so schwierig. Blöde genug von mir eigentlich. Der erste, der keinen Bewegungsscanner in der Hand hat, kriegt die zweite mit. Bitte durchladen. Super. Schon mal der Kartenrand. Da ist ja schon was Blaues. Was? Da ist der Panzer auch schon fast kaputt. Komischerweise die Zielgenauigkeit auch schlechter bei Panzern. Na egal, kannst du mal versuchen hier. Ah, kannst vergessen. Deswegen hätte er einen Schuss gefangen. Ein Mensch ist schon tot gewesen jetzt. Sauber. Das ist sowieso jetzt ärgerlich.
bedeutet hier mich jetzt so ein bisschen Krieg. Da können wir nicht durch. Da können wir, jetzt müssen wir im Wald fahren, dann müssen wir da oben lang, okay? Wenn wir mal unsere Beobachtungsdrohne losschicken hier mit Knarre. Da ist auch schon das Raumschiff. Ach, da unten steht die dumme Tussi rum. Kann ich mal aufs Fenster aufpassen, ob es wegrennt? So, raus mit mir. Du bitte hinterher. Ich will jetzt so viel wie möglich erstmal in einem Rutsch durch diese enge Gasse schicken. Auf der anderen Seite nach Möglichkeit aufzuräumen. Auf dem Plan geht er auf, indem ich mich jetzt in dieser Gasse erwischen. Das ist ungünstig. Schicke noch diverse Leute da oben hin. Um das Haus zu umrunden. Genau, der Betäubungsmensch, der kann da unten mal vors Haus gehen. Jetzt habe ich hier so die Leute mit den dicken Knarren. Wo sind die? Ah, ich sehe ja nichts. Mal nicht vors Fenster stellen. Gut, der Typ. Der positioniert sich hier vorm Raumschiff. Da stehen ja alle hinten. Das ist aber Käse. Und zwar wollte ich den zweiten davon auch noch haben. Der hat auch volle Zeit gehalten. Der andere ist wohl nicht stark genug. Wollte ich mal vergleichen. Er hat, Stärke haben die gar nicht. Jetzt, oh, doch, da. 26. Und der zweite Knecht, der das Ding trägt, hat 21. Deswegen hat er Zeitanhalten verloren. War halt schwer schleppt. Pussy. Oh, siehst du? Nur Lucky Lucky hier unten. Genau. Und Lucky Lucky hier. Jetzt haben wir sieben mich hier am Fenster stehen. Das ist Optimum. Dann haben wir doch schon einmal getroffen. So, jetzt schicken wir den Panzer hier um die Ecke. Sehr gut. Wo wir schon mal ein Loch in die Wand schießen, damit wir durchlaufen können. Und jetzt Angriff. So, der muss auch hinterher. Oben habe ich ja noch den Panzer auf dem Dach. Wenn mich Glück gehabt, hätte uns alle hier ginken können, wenn er eine Granate gehabt hätte. Ginken? Ganken. So, zack, zack. Sauber. Der vom Eingang. Der nächste. Weg vom Eingang. Dumme Nuss. So weit, so gut. Hier muss der eine von seinen Knarren ablegen, damit er auch volle Zeiten hat. Dieser blöde Panzer hier. Kann ich mal dahin fahren. Gucken, ob hier noch was in die Flanke fallen kann. Schicken wir da auch mal so einen Bodentrupp mit. Fußsoldat meine ich natürlich. So.
Sollen wir noch checken, was wir hier für gebrauchen können? Nichts. Nichts, nichts, nichts. Bewegungsscanner auf jeden Fall. So, und der bewacht die beiden. Ja, Moment, gehen wir mal einmal da gucken. Ob wirklich nichts ist. Dann war es das für die Runde. Ja, dann schießt er sofort mit seinen Betäubungsdingern auf ihn. Yo. Das war übrigens eine große Blasterbombe. Crystal Zander ist gerade in der Verletzung gestorben, das ist blöd. Yo, da hat es aber gewaltigen Einschlag gegeben. Jetzt wüsste, woher das denn gekommen ist, wäre das super. Die Mitte von dem Raumschiff. Mache ich jetzt mal ein Loch rein. So, nicht Panik. Aber übrigens schon 4 Leute verloren gerade. Und ein Panzer. Deswegen so ein Ding in der Lightning zu überfallen, ist eine miese Idee. Wahrscheinlich sogar der Sack, der geschossen hat da oben. Oder auch nicht, der ist in Ohnmacht gefallen. Jedenfalls weiß ich, warum ich meine Leute üblicherweise auseinanderziehe. Oh shit. Zumindest so weit möglich. Auch mal eben rumziehen. Oh, gerade Mutonen, das sind so ekelhafte Gesellen. Wo hat der geschossen, der Drecksack? Das ist doch ein guter Schuss von ihm hier. Ihr vielmehr. Hast du fein gemacht. Kacke, jetzt wird er tot. Nochmal. Oh. Nochmal ein Reaktionsschuss von ihr. Oh, oh, lauf. Ach, der liegt ja auch. Dann ist hier zur Volkshelde befördert worden. So, hier mal einmal drehen. Wer hat da geschossen? Da ist eine Tür auf. Da ist auch eine Tür auf. Hier aufpassen, das ist blöd. Ah. Oh Mann. Na, das wird wohl eine Abrissparty diesmal. Mann, 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 Mann. Komm mal locker, Junge. Schieß mal nach oben. Schieß mal nach hier oben. So. Hier rein.
kann ich die Wände mich auch sehen, das ist so praktisch. Schade auch. So, hat der geladen? Nein. Lad doch mal. Braucht auch noch 15 Zeiteinheiten. Reicht exakt, um zu feuern. Ich möchte nicht aufs oberste Deck schießen, sondern ich möchte auch nicht auf das Deck schießen, sondern tatsächlich da rein. Hoppala. Dass ich mich gleich auf diesem Flur alles auslöschen kann und meine Leute in Ruhe da reingehen können.